Ich muss mal meiner Klammer hier klarkommen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Neue Kameras. Naja. Hallo ihr Lieben, ich bin Janice. Danke wieder fürs Einschalten, das freut mich. Ich bin heute mal in einer ganz anderen Location, und zwar in Berlin. Und habe keine von meinen Lockenprodukten dabei, weil ich ja gerade erst angefangen habe, meine Locken zu stylen und mit denen umzugehen. Was habe ich dabei? Ich zeige dir, was ich dabei habe. Ein Moment. Kein Bett, alles dabei. Nee, nur ein Lockenstab. Ich habe einmal meinen Fake Tangle Teaser dabei, meine Damn Brush. Und hier zwei von meinen Dingern. Als wir hier in Berlin angekommen sind, einen Aveda-Store entdeckt. Und ich bin im Moment ein großer Fan von den Aveda-Produkten. Ich komme sehr gut mit denen zurecht und habe mir jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich gerne kaufen würde. Und ich weiß noch nicht, ob ich die hier stylen werde. Schnitt, 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 Schnitt. Okay. Cut, Cut, Cut. Kennst du das, wenn du dich die ganze Zeit selbst am Anschauen bist, weil du... So, dann würde ich mal sagen... Ab zum Aveda-Laden. Da bin ich wieder. Ich war bei Aveda und habe ein paar Produkte gekauft. Und zwar einmal das Be Curly Co-Wash, das Flexseed Aloe Gel und das Smooth Infusion. Super, dass das natürlich alles nicht gerade im Fokus war. Aber, falls ihr wollt, ich verlinke euch das auf jeden Fall in die Infobox. Und wollte euch einfach mal kurz erzählen, wie ich meine Haare jetzt hier gemacht habe. Und zwar habe ich heute ein wenig gecheatet und habe einen Lockenstab benutzt. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich nicht nach der Curly Girl Methode meine Haare style. Dementsprechend benutze ich immer noch Hitze, weil ich hätte gern jeden Tag einen Perfect Hair Day. Das wäre schon schön. Und ich musste mir heute jetzt meine Haare mit dem Lockenstab machen, weil wir gleich zu Mario Barth gehen. Ich denke mal, ich werde mir morgen die Haare mit den Produkten stylen und das mal abfällen. Und habe gerade meine Haare gewaschen und werde euch zeigen, wie ich mit den Aveda-Produkten meine Haare style. Aber bevor ich jetzt gleich meine Haare wasche, habe ich gerade eine Maske drin, Olaplex. Ich habe die in letzter Zeit ein bisschen öfters geglättet, die Haare, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Aber war ein bisschen zu voll, um die zu stylen, deswegen haben sie wild. Mit dem Be Curly Co-Wash werde ich mir jetzt die Haare waschen. Ich werde jetzt den Smooth Infusion Style and Prep Smoother reinmachen, weil es im Moment ein bisschen regnet. Ich werde das ganz locker. Achso, ich habe nur zwei Pumpstöße davon genommen. Ich werde das jetzt einfach mal ganz locker in den Haaren verteilen. Ich werde jetzt eine kleine Menge von dem Be Curly Curl Enhancer nehmen. Ich habe in meinem allerersten Video ja schon ein bisschen darüber erzählt. Ich habe vielleicht manchmal ein bisschen viel verwendet. Vor allem gerade bei meinem ersten Video. Also ich werde jetzt in dem unteren Haarbereich so viel reinmachen. Und in dem oberen Haarbereich werde ich ungefähr die gleiche Menge nochmal reinmachen. Janine, wieso musst du dich immer einsauen? Das Zeug ist aber auch flüssig. Also ich stehe jetzt echt ungewöhnlich hier. Aber ich muss sagen, ich hasse dieses Gefühl von den nassen Haaren auf meiner Schulter. Das habe ich letztens schon in meinem letzten Video gesagt. Deswegen werde ich jetzt einfach hier von dem Flaxseed Aloe Stronghold Sculpting Gel. Langes Wort. Ist ein bisschen flüssig, deswegen... Boah, super, Janine. Echt gut gemacht. Also ich werde schon einiges davon nehmen und das jetzt nur noch über die einzelnen Locken drüber ziehen. Jetzt ungefähr nochmal die gleiche Menge für die andere Seite nehmen. Das heißt für die andere Seite, aber für die einzelnen anderen Partien.
Jetzt will ich nur noch meine Haare föhnen und dann bin ich schon fertig. So, ich bin mit meiner Frise fertig. Und ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde, die Haare sind schön definiert. Die Produkte waren alle von Aveda. Und ich muss sagen, ich komme super gut mit denen zurecht. Vor allem mit dem Gel. Bin ich total begeistert davon. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Willst du? Schier. Schier. Siehst du deine Arme? Siehst du deine Arme? No, attention.